Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zur Formel 1, heute mit meiner absoluten Lieblingsstrecke, Austin, Texas. Nein, Spaß, ich mag die Strecke absolut nicht, aber hey, wir müssen sie fahren. Wir sind aber auf P4 auf der Geraden bisher. Auto ist also recht flott. Wow, nach Kurve 1 auf 5, was? Also 5 oder 6, das irritiert mich gerade echt ein bisschen. Let's be one! Ich frag wieder, steht die KI irgendwie auf 50 oder so? Was ist denn hier los? Ich bin auf meinem Haas-Kurs gerade schnell. B6 at the moment, B6. P7, P8 ist auch gut. Alles super. Alter. Das tut mir leid, ich kann nicht anders als einfach ganz grenzdebil zu grinsen. Das ist einfach mal P7! Ich glaube, Sebastian Vettel schmeckt es gerade echt gut, dass Red Bull zum Ende der Saison hin echt stark ist, weil, ja, Ricciardo könnte ihm den einen oder anderen Sieg wegnehmen, aber er nimmt auch Hamilton grundsätzlich die Chance, 7 Punkte zu Vettel aufzuholen, falls Hamilton mal vor Vettel im Ziel landet. Stattdessen sind es vielleicht nur 3 Punkte oder so. Und das ist bei 67 Punkten Vorsprung echt stark. Ja, darüber hinaus haben wir jetzt gerade P5 in der Gesamtwertung. Noch vorbei in Red Bull, das wird sich ein bisschen noch ändern. Aber hey, in der KWM wird sich nicht viel tun. 105 Punkte Vorsprung zu Force India, 120 Rückstand zu Red Bull. P7, P8 im Qualifying, ich bin maximal happy. Und ich weiß, dass in Austin die Quali-Pace der Renn-Pace eher ähnelt als auf anderen Strecken. Also ich werde jetzt nicht krass nach vorne kommen, glaube ich. Aber wir können die Position, denke ich, ganz gut halten. Wir starten sogar von P6 und wir könnten theoretisch eine Einstoppstrategie fahren mit Ultrasoft Soft. Ich werde allerdings die Supersoft auch heranziehen, da ich der Meinung bin, dass wir hier durchaus ein bisschen noch extra Pace rausholen könnten mit eben den Ultrasoft-Reifen, mit den Supersoft-Reifen, weil wir haben es ja schon zum Beispiel Suzuka gesehen. Da müssen nicht unbedingt immer die weichsten Reifen im späten Renntrim nochmal vernünftig Pace abliefern. Manchmal sind sie auch eben einfach nur gefährlich. Dann ist es vielleicht besser, auf eine Alternative zu gehen. Und Ricciardo startet weiter hinten. Der Pole-Sitter. Vorbei an Bottas. P5 einfach mal. Oh, ich muss aufpassen. Okay, Hamilton setzt sich hier durch. Das, was Verstappen mal gegen Hamilton nachgibt, auch überraschend. Unrealistisch. 3 von 10 Wertung. Und dann gucken wir mal hinten, wann sehe ich da eventuell mal einen Hauch von Ricciardo. Oh, keine Ahnung, wo der im Feld ist. Ich habe absolut gar keinen Plan. Egal, fahren wir weiter. Mal gucken, wie die erste Gegengerade wird, weil das ist so gesehen die mit am besten geeignete Stelle zum Überholen und überholt werden. Und Ricciardo ist tatsächlich gar nicht so weit hinten, er ist auf Platz 10 etwa. Also nur eine etwa 10 Platz Gridstrafe. Oder er hat einen richtig Hyperstart gehabt. Ja, also bis jetzt halten wir uns hier ganz gut und Bottas hat über eine Sekunde Rückstand. Was? Krass. Oh, da vorne wird gekämpft. Ich war gerade komplett mit anderen Sachen beschäftigt. Aber Raikkonen und Vettel fighten gerade richtig. Bottas jetzt über eine Sekunde Rückstand. Ja, also, krass. Ich musste gerade schon ein bisschen auf die Reifentemperatur achten in den S-Kurven. Wir sind bei rund 100 Grad gewesen. Und ich habe auch ein bisschen mehr ERS abgerufen. Weil mir auch aufgefallen ist, dass wir zwischendurch auch gut und gerne in Richtung 100% gehen. Und ich möchte da auf jeden Fall ein bisschen was wegkriegen, damit wir da auch nicht irgendwie komplett wieder volllaufen. Oder die Batterie halt. Aber natürlich wäre es halt irgendwie ganz smart, jetzt auch die Reifen nicht zu überhitzen. Mal gucken, wie es sich in dieser Runde entwickelt. Da vorne wird nicht weiter gefightet. Beim Sprit kann ich auch nicht so unendlich viel nutzen, weil
Motortemperatur, immer wichtig. So, mal gucken. 97 und 98 Grad. So, und jetzt in den S-Kurven geht's halt nochmal hoch, ne? Aber in der letzten Runde war es übertrieben, ne? Da war hinten rechts mal kurz bei 112 Grad. Es ist jetzt besser geworden, auf jeden Fall. Bottas dran. Ich bin aber auch weiterhin dran an Verstappen. Alles entspannt. Der Fight durch die Ferrari hat mir auf jeden Fall geholfen. Und hinter Pierre Gasly, man sieht's schon auf der Minimap, da bildet sich eine relativ große Lücke. Das ist eigentlich ganz geil. Oh mein Gott, wir sind dran an Verstappen. Warum kann ich jetzt plötzlich überholen? Ich habe einfach den Reverse Verstappen gemacht, während er hier einfach gegen Hamilton 2022 richtig krass überholen konnte, weil er einfach plötzlich super schnell war. Bin ich hier einfach an Verstappen vorbei, weil ich einfach super schnell war. Und der Abstand zu Bottas ist jetzt auch mittlerweile relativ groß gewesen gerade. Gut, jetzt durch den Zweikampf wird Verstappen nicht mehr ganz so. Aber Pierre Gasly ist da dran. Und also aktuell kann Toro Rosso hier ganz gut mithalten hier und da. Das ist schon krass. Oh oh. Sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig und nachlassen. Nicht gut. Ja gut, ich kann mich eigentlich nicht groß verteidigen, oder? Frage ist halt, ob ich in den S-Kurven schneller kann als Verstappen. Weil eventuell kann ich die Lücke zu Hamilton zufahren und das wäre für uns beide besser. Auf jeden Fall schön gefightet mit Verstappen. 1,4 der Rückstand. Ich nehme hier immer ein bisschen mehr von der Streckenbreite mit vor der Rechtskurve als die KI. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht. Aber ich fühle mich damit recht wohl. Das war nicht gut. Das war nicht so gut. Max Verstappen wird hier wahrscheinlich wieder vorbeikommen. Und wenn jetzt Hamilton und Raikkonen fighten, ist das natürlich super. Aber sie kämpfen nicht wirklich. Verstappen greift zum Glück aber auch nicht mich an. Also der fährt hier taktisch gerade sehr klug. Das ist gut. Dann Vettel zieht in der Zwischenzeit, by the way, weg. Und ich soll in die Box gehen. Ach stimmt, ich habe ja die zwei Stopp auch ausgewählt. Gabi, Box, 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 Box. Auf geht's. Ja, vielleicht ist die zwei Stopp ein bisschen unklug. Ich weiß es nicht, aber... ich habe auch jetzt zum Ende hin gemerkt, die Ultrasofts sind vielleicht nicht die geilsten Reifen hier auf der Strecke. Okay, alle vor mir sind jetzt hier auf den Supersoft-Reifen. Lance Stroll bleibt aber hinter mir, sehr schön. Also ich werde bald Verkehr vor der Nase haben, aber... oh Mann ey, schwieriges Szenario. Vielleicht kostet es mich nicht zu viel Zeit und die anderen werden ja hoffentlich auch im Verkehr wieder rauskommen. Weil sonst habe ich jetzt hier gerade echt strategisch einen riesen Schnitzer gemacht. Da ist ein Force India jetzt an der Box. Der war noch auf Ultrasoft. Das ist, glaube ich, Ocon. Also vielleicht nicht die klügste Strategie tatsächlich dann. Obwohl Force India sonst immer reifentechnisch ganz gut klarkommt und wir sind teilweise verzögert auch, wenn die Box fahren kann. So, und wir sind jetzt weiterhin dran an Romain Grosjean, Alonso und Co. Jetzt wird das vielleicht ein bisschen Zeit hier kosten. Das kann ich aber nutzen, um ein bisschen ERS anzusparen. Muss aber auf der Gegengeraden gleich, oh Gott, vorbeigehen. Auto hat guten Turn-In, man merkt's. Romain Grosjean. Wollte da Round the Outside überholen. Mit einem Top-Auto hätte ich es eventuell schaffen können. Da hätte ich da ein schönes Manöver durchziehen können. Aber so keine Chance. So, egal. Jetzt hier bitte. Overtake aktivieren. Ran an Grosjean. Er zuckt relativ spät raus. Macht er einen richtigen Stroll. Alonso und Magnussen jetzt vor der Nase. Krass, dass die jetzt 2022 auch beide unterwegs sind. Immer noch, beziehungsweise wieder beide. Stimmt, beide hatten ja zwischenzeitlich eine Auszeit. Einer gewollt, einer ungewollt. Und Alonso hat gerade einfach zugelenkt, ne? Also, pff, was soll ich machen? Ich bin da halt innen. Ich bin da halt auf der Strecke. Ich bin vorne, innen und sonst was. Und ich bin am Scheitel gewesen. Also, ich habe mich jetzt auch nicht krass raustragen lassen. Das geht auf ihn. So. Raikkonen ist, glaube ich, an der Box und Hamilton ebenfalls. So. Chance gegen Magnussen jetzt.
Wir ziehen vorbei. Hamilton und auch Raikkonen auf dem gelb markierten Reifen. Überholmanöver gegen Raikkonen. Ist geglückt. Sehr schön. Schnell nach vorne. Es sollte hier hoffentlich keinen Windschatten und kein DRS bekommen. Das ist mein Ziel jetzt für den ersten Sektor hier. Und für den Anfang des zweiten Sektors. Halbe Sekunde Rückstand. Wäre auf jeden Fall super, wenn er von Sainz ein bisschen aufgehalten wird. Ja, okay, er ist sehr dicht dran nach wie vor. Aber Hamilton verliert den Anschluss. Auch nicht schlecht. Nehme ich auch gerne. Wir sind dran an Carlos Sainz. Kann ich den hier auf der Gegenraden überholen? Schöner Topspeed-Advantage hier. Sehr schön. Sauber. Und weiter. Über eine Sekunde nach hinten gut machen. Absolute Bestzeit des Rennens fahren. Und hoffentlich in Richtung... Ich löse mich von Raikkonen und Co. ziehen. So, wir sind jetzt auch vor Sebastian Vettel. Okay, man merkt, frische Reifen machen hier einen riesen Unterschied, weil Raikkonen hat Vettel gerade massivst undercuttet. Oder ich habe es gerade komplett falsch im Kopf gehabt. Und wir haben gerade die ganze Zeit gegen Vettel gefightet, aber ich glaube nicht, weil Hamilton ist da auch schon direkt wieder dran. Aber Vettel ist eine Runde länger gefahren und der hat super viel Zeit verloren. Und ich bin in der Zwischenzeit jetzt weg. Also Carlos Sainz hält hier tatsächlich sehr schön den Ferrari auf. 2 Sekunden der Abstand. Also da kann noch ein bisschen was rauskommen für mich. Sehr schön. Mit der 2-Stopp. Ey, es ist die alternative Strategie. Ich gucke einfach mal, was hier passiert. Okay, Sainz hat Probleme am Auto. Verstappen geht jetzt ebenfalls an die Box. Und Raikkonen jetzt 2,5 Sekunden entfernt. Also ich glaube, dass er mit freier Fahrt trotzdem ein bisschen langsamer ist als ich. Gut, die Frage ist alternativ, wenn ich jetzt auf dem Softreifen wäre, würde er mir nicht eh davonziehen? Wahrscheinlich schon. Aber, bin jetzt auf jeden Fall recht zuversichtlich, dass wir hier... Eieieiei. Nochmal gut eine Lücke rausfahren können, zumindest zu manchen Autos. 2,8er sind Sektor 1 helfen uns die Super Softs. Man darf nicht vergessen, jetzt gerade fighten wir jeweils immer mit frischen Reifen. Raikkonen hat frische Soft, ich habe frische Super Soft. Wenn wir an die Box gehen, haben wir frische Super Soft und Raikkonen hat alte Soft. Wichtiger Unterschied. Macht auf jeden Fall eine gewisse Differenz aus. So, und jetzt gehen wir ran an Charles Leclerc. Er hat gute Topspeed. Ich muss hier aber vorbei. Oh, er zieht aber zurück. Krass. 2,6 zu Raikkonen. Okay, und ab jetzt müssen wir Abstand rausfahren. Let's go. So, Box, 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 Box. Abstand zu Raikkonen bei etwa 4 Sekunden gewesen jetzt zum Ende hin. Das ist sehr geil. Mehr als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. Und jetzt gehen wir nochmal in den letzten Stint rein. Und die Frage ist natürlich, wo kommen wir wieder raus? Max Verstappen hat ein bisschen gefightet gegen Pierre Gasly. Und während wir hier gerade auf den Ausgang zusteuern, sehen wir, dass wir tatsächlich vor Verstappen und Pierre Gasly rauskommen werden. Wahnsinn. Ah, es ist Ricardo. Ah, lol, es ist Ricardo. Okay, das ergibt natürlich viel mehr Sinn, da er weiter hinten gestartet ist. Okay, Ricardo und Gasly hinter mir. Und wir haben jetzt die schnelleren Reifen drauf und können mindestens noch Bottas holen. Und wer weiß, vielleicht können wir die Top 4 auch nochmal ein bisschen einschüchtern. Raikkonen, Vettel, Hamilton und Verstappen. 1,5 Sekunden Rückstand zu Bottas. Die Frage ist natürlich, wie groß ist jetzt genau der Abstand nach vorne? Wir können auf jeden Fall nochmal, denke ich, in Richtung 1,33er Zeiten oder so kurz gehen. Und Raikkonen war bei 1,35,5 etwa zuletzt. Ich denke mal, das fährt er weiterhin. Mal schauen. Okay, wir sind dran an Bottas. Auf geht's. 13. Rückstand. Schön überholen. Okay, Rückfrage kurz zu Verstappen. Verstappen liegt vor dir. Wie viele Sekunden? 6,3 nur? Das ist ja gar nichts, den kriegen wir noch. Verstappen ist eben eine 35,3 gefahren. Okay, wir haben 2 Sekunden aufgeholt. Läuft. Also vielleicht springt hier sogar ein Podium bei rum. Wir sind unfassbar schnell gerade und wir sind dran an Verstappen. Oh.
Und der ist so richtig mittig geblieben. Also er hat sich erst richtig... Oh mein Gott, wie viel mehr Grip hatte der da? Was ist denn Jens los? Oh, ich komme zu weit. Er kann Switchback machen. Nein, kann er nicht. Wir sind vorbei. Okay, das ist wild gewesen. Alter, geiler Zweikampf. Ja, man hat gesehen, dass ich ihn nach der langen Geraden so ein bisschen nach innen gezwungen habe und dass er dann quasi versetzt anbremsen wollte. Und dann hat er das ein bisschen verschätzt sich. Oh, und jetzt ist er raus? Nee. Okay, krass, ist wieder die Boss-Aura hier. Krass. Ja, also er hat auf jeden Fall sich verteidigen wollen, ist da recht mittig geblieben und hat sich dann komplett overshootet in der Linkskurve. Aber dann ist er ja nochmal stark zurückgekommen. Geiler Zweikampf mit Verstappen. Jetzt sind wir on the way to Lewis Hamilton. Ah, und VSC. Ah, schade. Let's go. Gutes Timing am Ende nochmal. Hamilton jetzt wie weit vor mir? 2 Sekunden. Ah, mal schauen, ob es noch klappt. Okay, let's go. Rad an Lewis Hamilton. Habe ich hier eine Chance auf Stadtziel, auf dieser Geraden schon vorbeizugehen? Ja, aber Abstand zu Vettel. 2,8. Boah, das wird jetzt schwierig, aber ich gebe natürlich alles, dass wir da nochmal rankommen. Gegen Hamilton war es ein bisschen einfacher, weil das ist ein langsameres Auto. Beziehungsweise Hamilton-Mercedes in Kombination ist gerade langsamer als Vettel-Ferrari. Und außerdem lassen die Supersofts mehr nach als die Softs gerade. Und das könnte bedeuten, dass ich eventuell Probleme habe, die Lücke zu schließen. Mal schauen. Habe ich jetzt DRS eventuell schon? Das wäre ganz hilfreich, damit man hier schön dran bleibt, rankommt. Nee, sieht noch nicht so aus. Nicht schlimm. Am Ende der Runde haben wir definitiv die Sekunde zugefahren. Sind bei weniger als eine Sekunde von der Lücke her. Oh, die Frage ist natürlich, kann ich jetzt Vettel in der letzten Runde nochmal angreifen oder nicht? In Suzuka ging es maßlos schief, aber jetzt haben wir ganz andere Vorzeichen. Wir haben die besseren Reifen. Und wir haben Reifen, die nicht überhitzen dürften. Aber wir haben auch wenig extra Power jetzt über ERS und Co. gesehen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Das ist korrekt, Jeff. Ah. Aber wir haben DRS. Komm her, Sepp. Auf geht's. 1 Sekunde Rückstand. 1:34,4 bin ich jetzt gefahren. Jetzt haben wir natürlich hier DRS. Kurve 1. Apex leicht erwischt. Für die Haarnadelkurve vor der langen Geraden habe ich übrigens gemerkt, dass es sehr gut ist, den Curb gar nicht erst zu treffen. Weil dadurch werde ich nochmal schneller, dadurch wird das Auto nicht nochmal versetzt. Unsettled, wie man so schön sagt. Oh. Auf geht's. 26, 20% etwa. Beim Anbremsen gibt es hier noch ein bisschen was. So, auf geht's. Bisschen Untersteuern gehabt hier. Bisschen korrigieren müssen. So, jetzt aber. Chance gegen Vettel. Ja, nein. Abbrechen. Nee. Wir kommen nicht vorbei an Sebastian Vettel. Das wird wahrscheinlich ein Ferrari-Doppelsieg. Lewis Hamilton konnten wir mittlerweile auf 4 Sekunden Abstand abhängen. Und insofern ist das... Ey, ich bin so überrascht gerade, dass ich in Austin scheinbar jetzt mittlerweile ganz gut klarkomme. Das ist einfach richtig strange gerade als Erlebnis. Ja, und Sebastian Vettel in seiner letzten Saison konnte hier nochmal teilweise richtig geile Überholmanöver zeigen, auch in den letzten Kurven. Ja, für mich wird es da nicht reichen. GG an Raikkonen für den Sieg. 2018 holte er hier tatsächlich seinen letzten Karrieresieg. GG an Vettel für P2 und für uns Podium. Geil. Aus eigener Kraft mit 2 Stopp auch noch. Die war, glaube ich, schneller als der 1 Stopp. Die war, glaube ich, wirklich schneller. War am Ende schon richtig geil. Sehr schön. Ja, Daniel Ricciardo kam sogar nochmal an Bottas vorbei. Crazy. Von 11 auf 5 nach vorne gefahren. Ja, und ich bin der Einzige, der hier vorne eine 2-Stopp gemacht hat. Ocon hatte eine 2-Stopp und die war auch anscheinend nicht allzu schlecht.
Ja, gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Sebastian Vettel mit 73 Punkten Vorsprung. Ehrenhafte Punkte. Ehrenhafter Punkteabstand. Raikkonen mit 216 Punkten vorbei an seinem finnischen Landsmann. Valtteri Bottas und wir sind auf P5. Immer noch vorbei in Red Bull. Bleibt das jetzt so? Und Pierre Gasly hat 18 Pünktchen, ist damit auf P15 nach wie vor. Und 109 Punkte Rückstand zu Red Bull. 125 Vorsprung zu Force India. Krass. Ja, werte Damen und Herren, wir sehen uns an meinem Hauptquartier wieder. Und damit haben wir eine der Rivalitäten auf jeden Fall gewonnen gegen Pierre Gasly. Rein da. Und Charles Leclerc werden wir auf jeden Fall auch besiegen. Wir haben doppelt so viele Punkte wie er aktuell, was das angeht. 500 Pünktchen gibt es auch noch, weil ich mich einmal auf P6 qualifiziert hatte. Oder besser, weiß ich gerade nicht. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Wir wollen den Schwung möglichst mitnehmen. Jo, alles gut. In Mexiko gewinnen wir halt dann, aber... Ah, er hat ja gesagt, nicht zu Kopf steigen lassen. Okay, my bad. Macht Spaß. So, Verstappen hatte schon 3 DNFs. Das ist sehr bitter. Das ist vom Pech-Verhältnis her so ein bisschen wie 2018 bei Red Bull, nur dass Ricardo statt Verstappen so viel Pech hatte. Also genau umgekehrt nochmal rum. So, wir können jetzt aber die Upgrades saven. Wir haben 2201 Ressourcenpunkte. Holy moly. Wollen wir mal ein ultimatives Upgrade starten? Nee, das ist groß. Wait, das ist ultimativ. Ich wollte schon sagen. Ich dachte, es wäre halt perfekt gespiegelt. Deswegen habe ich mir nur das linke angeschaut erst. Wann ist das fertig? In Australien. Ich will aber, dass es jetzt schon fertig ist. Das soll jetzt schon fertig sein. Ich will jetzt schon ein ultimatives Upgrade haben. Das wird so witzig. Okay, dann gucken wir mal. 817 Punkte hierfür können wir ausgeben. 513 hier und 476 nochmal hier. Ey, das Auto wird ein absoluter Wahnsinn. Also wir sind nah dran an Ferrari bald. Wir dürften, glaube ich, jetzt, wenn wir weitergehen, an Mercedes vorbei sein. Das ist krass. Und Motorenkomponenten kann ich euch auch mal gleich ganz kurz zeigen. Entschuldigt bitte. Manchmal kommt der Husten immer noch. 100% fit bin ich immer noch nicht. Das ist schade. Haben wir Regen? Nein, haben wir nicht. Sehr schön. Finde ich gut. Upgrades sind nicht durchgekommen. Ja, so sieht by the way die Fahrzeugperformance aus. Sauber und Haas von Bayern Force India. Krass. Und wir sind da weiterhin ganz, ganz entspannt vorne. Mercedes macht jetzt einen kleinen Schritt, weil die sich denken, ey, wir können uns doch nicht vom Red Bull B-Team überholen lassen. So, Motorkomponenten. Habe eine recht frische Komponente, zwei, drei recht frische Komponenten. Die nutze ich jetzt fürs Training immer. Die ist ausgemustert. Dann haben wir hier eine frische, noch eine recht frische. Und die kann man noch fürs Training hin und wieder benutzen. Hier recht frisch, hier recht frisch, hier recht frisch. Für die letzten 3-4 Wochenenden jetzt noch. 3 sind es, glaube ich. 73%, ehrenhafte Zahl, aber perfekt zum Retiren. Wenn ich 73 Millionen Abonnenten irgendwann habe, retire ich vielleicht auch auf YouTube. 16%, 13%, 32%, also hier kann man auf jeden Fall auch mit den letzten zwei Rennen sehr gut planen, allein mit den beiden Komponenten. Ja, hier ist es auch ganz gut, 3 recht frische Komponenten und hier haben wir 2 relativ frische Komponenten noch und eine etwas ältere. Steuerelektronik baut halt mit am stärksten ab, weil ich da ein bisschen mehr Curbs mitnehme. Aber hey, sieht gut aus. So, werte Damen und Herren, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wenn ihr so ist, das geht auch nach oben. Aber raus, aber nächstes Mal dabei, selbst demnächst.